Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Community Review. Heute nehmen wir uns Dark Souls 2 in der Neufassung für die PlayStation 4 vor und gucken uns mal die HD-Auflage an. Ich wollte euch das Spiel auch gerne im Multiplayer zeigen und auch dazu dann auch gerade für neue Spieler dann auch ein bisschen was erklären. Deswegen habe ich mir heute einen Gast dazu geholt und ich freue mich, den Hutzelschweizer heute hier bei mir begrüßen zu dürfen, der Hallo, mir ein hallo. bisschen assistiert. Servus. Ich würde auch sagen, wir legen direkt los und schauen direkt in das Spiel hinein. Für alle neuen Spieler, Dark Souls ist ein Rollenspiel, das ein bisschen schwieriger ist als sonst die Rollenspiele, die ihr vielleicht so kennt. Das hat aber bestimmt jeder schon mal von euch gehört. Das Spiel ist ja jetzt nicht wirklich unbekannt. Es ist schon so, dass man sich mit dem Spiel auseinandersetzen muss. Das ist das Spiel, das auch verlangt, dass man sich damit auseinandersetzt. Euch wird hier nämlich nichts erklärt. Es gibt einen Tutorial-Bereich, wenn ihr einen neuen Charakter beginnt und dementsprechend dann das Spiel komplett einmal von vorne beginnt, könnt ihr durch einen eigens dafür eingerichteten Bereich laufen, das euch dann die Steuerung näher bringt. Aber das war es dann im Grunde auch schon. Alles andere müsst ihr für euch selbst zurechtsuchen. Ein zweiter Punkt, der sich unheimlich von anderen Spielen unterscheidet, ist, fängt ja dann schon bei der Charaktererstellung im Grunde an. Ja, es ist im Grunde egal, was für einen tollen Charakter ihr erstellt. Und die Unterschiede liegen dann tatsächlich nur in den Startwerten eures Charakters. Ihr könnt sie aber danach spielen, wie ihr sie wollt. Ihr habt also eine unheimliche Freiheit bei eurer Charakterentwicklung. Ob ihr jetzt einen Magier erstellt und den dann komplett als Ritter spielt oder andersherum, das ist vollkommen irrelevant. Das nächste, was das Spiel Besonderes mit sich bringt, ist, dass euch die Story nicht direkt vor die Füße gelegt wird. Also es ist ja nicht so wie in anderen Spielen, da geht ihr einfach mal, startet ihr das Spiel, dann bekommt ihr schon mal die ersten Videos zu sehen, die euch dann die Story schon mal vermitteln. Und in Schlüsselmomenten bekommt ihr dann wieder eine Cutscene, die euch wieder ein bisschen was von der Story offenbart. Das ist hier nicht der Fall. Sondern hier müsst ihr euch die Story wirklich dann zusammensuchen, dementsprechend die Charaktere dafür auch finden, an denen man auch wirklich sehr leicht vorbeilaufen kann. Also das Spiel verlangt euch schon ein bisschen mehr ab als andere Spiele, was auch für manche Spieler dann dementsprechend ein Grund ist zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich mit dem Spiel dann zurechtkomme. Erstmal der hohe Schwierigkeitsgrad, dann noch, dass ich mir alles zurechtsuchen muss. Warum sollte ich mir das antun? Tja, die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach. Dieses Spiel ist so unheimlich genial und macht so viel Spaß. Und wenn ihr wirklich mal gewillt seid, euch ein bisschen damit zu beschäftigen, werdet ihr ganz schnell merken, dass ihr da nicht loskommt von. Und ich glaube, Thomas, wird mir da an der Stelle dann auch dementsprechend recht geben. Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, dieses Spiel. Man muss sich anfangs doch mal ein bisschen mit auseinandersetzen und es wird nicht gleich in den ersten 2, 3 Stunden von allein flüssig laufen. Aber wenn man mal in den sauren Apfel gebissen hat und den inneren Schweinehund überwunden hat und sich ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt, macht das richtig Laune. Ja, das ist definitiv so. Und ihr müsst das Spiel ja dann auch nicht komplett alleine spielen. Also die anfänglichen Stunden würde ich das euch nichtsdestotrotz empfehlen. Allein um dann die ganzen Mechaniken des Spiels kennenzulernen, um die Besonderheiten herauszufinden, um auch ein Spielgefühl für euch selbst zu finden, wie ihr mit diesem Spiel dann dementsprechend umgeht. Ja, da ist es nämlich auch hier immer individuell. Also jeder spielt ja grundsätzlich komplett anders. Ich hier zum Beispiel spiele immer mit Schwert in beiden Händen am liebsten. Ja, andere Spieler nehmen da dann lieber dann doch ein Schild mit. Ja, also das sind alles Sachen, die muss man dann zuerst für sich so ein bisschen rausfinden. Das wird ein paar Stunden dauern. Da sollte man vielleicht auch dann wirklich alleine loslaufen und sich das Ganze angucken. Thomas, wenn du magst, kannst du Zeichen legen. Ich bin bereits am Ort des Geschehens. Und danach spricht aber überhaupt nichts dagegen, wenn ihr euch Hilfe holt. Also so wie ich jetzt, wir machen das ja jetzt gerade vor. Ich hole mir jetzt den Thomas hier in das Spiel hinein. Für alle Spieler, die jetzt schon Dark Souls erfahren sind, muss ich auch an dieser Stelle mal kurz einhaken. Hier wurde leider nichts dran geändert.
Ja, also beim Rufen des Mitspielers ist es dann schon so, dass es keine Passwortvergabe gibt. Das bedeutet, ihr solltet euch sehr gut absprechen, wo ihr euch dann dementsprechend rufen wollt, weil es sehr schnell passieren kann, dass ein anderer Spieler das Rufzeichen dann dementsprechend verwendet und ihr landet auf einmal in einem Spiel von irgendjemandem, den ihr gar nicht kennt und wo ihr auch gar nicht hin wolltet. Das ist natürlich ein bisschen nervig teilweise. Wir hatten dann auch schon viele Abende gehabt, wo wir uns wirklich maßlos geärgert haben, weil wir ständig bei anderen Menschen dann dementsprechend gelandet sind. Da hätte man das vielleicht noch verbessern können. Ja, für neue Spieler ist es natürlich so, dass ihr hier dadurch aber auch wahnsinnig schnell Hilfe findet, denn das Spiel hat nach wie vor eine wahnsinnig hohe Zahl von Spielern, jetzt auch auf der PlayStation 4. Und falls ihr da wirklich mal nicht weiterkommt, einfach Rufzeichen legen oder dementsprechend dann um Hilfe schreien, ja, und ihr werdet eigentlich auch sehr, sehr schnell Hilfe erhalten, um dann einen Boss legen zu können. Und hier ist dann auch noch mal eine ganz besondere Sache bei diesem Spiel. Es ist halt nicht so, dass ihr jetzt jederzeit miteinander spielen könnt, sondern ihr könnt nur so lange Hilfe rufen, bis der Boss eines Gebietes lebt. Ist er tot, ist die Anspruchnahme von Hilfe in diesem Gebiet nicht mehr möglich, weil ihr keinen anderen Spieler noch dazu dann einladen könnt. Also solltet ihr euch besser immer vorher überlegen, bevor ihr den Boss macht, ob ihr in dieser Gegend noch irgendwas machen müsst, wo ihr dann wirklich Hilfe benötigt. Und das solltet ihr dann primär erledigen, bevor ihr dann überhaupt euch zum Boss begebt. Thomas, wir haben hier jetzt aber einen kleinen Fehler gemacht. Ich wollte ja zu dir kommen, nicht du zu mir. Wenn du dein Ach, Zeichen stimmt, da war entfernst, was, ja. genau, dann lege ich einfach mal mein Zeichen aus. Wobei ich bei mir Speckstein, glaube ich, noch gar nicht in der Schnellstartleiste habe. Dann lege ich das mal schnell rein. Sudele. Und dann lege ich einfach mal mein Zeichen. Liegt. Grafisch ist es, also es heißt ja immer, diese Remastered-Versionen sind grafisch überarbeitet. Ist es auch. Also man darf jetzt natürlich nicht erwarten, ich habe jetzt oft in gewissen Foren und in gewissen Chatrooms und der Schlag mich tot hast du nicht gesehen, habe ich oft mal gelesen, ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von der Grafik von Dark Souls 2, die Remastered zu bieten hat, finde ich überhaupt nicht. Ich bin niemals mit der Erwartung rangegangen, dass ich mir jetzt das Spiel nochmal für die PlayStation 4 kaufe und ich bekomme dann hier zeitgemäße Grafik. Das kann man einfach nicht machen. Die Grafik-Engine ändert sich ja im Grunde nicht. Sie wurde aber meiner Ansicht nach so weit verfeinert, dass das schon viel, viel, viel besser aussieht als auf der PS3. Und die Framerate ist stabiler. Bei der PlayStation 3 hatte ich schon oft das Problem, und das hatte mich ja auch unheimlich geärgert, dass es einfach sehr oft geruckelt hat. Hat man hier gar nicht mehr. Also der Spielfluss ist einfach viel, viel flüssiger und gleichmäßiger, weil die Framerate stabil bleibt. Ansonsten bin ich aber sowieso nicht so der Grafikfreak. Also mir ist Gameplay wichtiger. Wer jetzt also wirklich 100% Wert auf High-End-Grafik legt, und der ist mit der Remastered-Version dann mit Sicherheit an der falschen Stelle auch, werde nicht glücklich werden. Aber wie gesagt, um die Grafik geht es bei diesem Spiel dann eigentlich auch gar nicht. Was werden wir jetzt hier machen? Wir gehen jetzt mal zum ersten Boss, der bei Thomas noch lebt, und werden den jetzt töten. Der ist, ja, also ihr werdet dann schon sehen, was ich meine, wenn ich sage, ein bisschen knackiger. Ja. Die Bosse haben hier alle so wieder Eigenheiten, die man herausfinden muss. Da unterscheidet sich's von anderen Spielen nicht. Ja. Also jeder Boss hat seine Stärken und seine Schwächen. Der Unterschied liegt bei Dark Souls darin, dass ihr selbst rausfinden müsst. Also es ist jetzt nicht so wie in anderem Spiel, dass ihr mal einen Zauber verwendet. Dann könnt ihr vielleicht das mal analysieren. Dem Boss, und dann werden euch in irgendwelchen Tabellen angezeigt, wo seine Stärken und Schwächen liegen, sondern ihr müsst das selbst probieren. Und merkt ihr, dass ein Gegner gegen Feuer meinetwegen oder gegen physischen Schaden,
ein bisschen immun ist, ja, probiert ihr halt was anderes aus. Ja, und das ist es halt auch, was aber einen unheimlichen Videospielwert bei diesem Spiel ausmacht, weil ihr einfach so wahnsinnig viel experimentieren könnt. Also, da ist er nämlich auch schon. Das ist der erste Boss, auf den ihr grundsätzlich hier in diesem Spiel immer treffen werdet. Klar, Dark Souls-Veteranen kennen das hier alles schon. Ist natürlich alles nichts Neues. Auf der PlayStation 3 schon zigmal gelegt, den Typen. So, ich komme. Autsch. Es ist halt natürlich schon so, dass selbst wenn man dieses Spiel jetzt so oft durchgespielt hat, wie jetzt zum Beispiel auch ich, man macht halt immer Fehler, die dann zum Ableben führen. Man ist da, glaube ich, selbst beim 50. Mal durchspielen nicht befreit von. Zumindest sehe ich das so. Was sagt denn da der Thomas? Ich glaube, das sieht er aber nicht ganz anders. Ja, man kann es wirklich noch so oft durchgespielt haben und es ist immer wieder für eine Überraschung gut und es nutzt wirklich gnadenlos jeden Fehler aus, den man macht. Da spielt dann Erfahrung wirklich keine Rolle mehr. Ein Fehler und man ist direkt viel Schaden, wenn nicht dem Tod, ausgesetzt. Und man kann nichts dagegen tun. Das ist so. Da ist es natürlich schon, dann darf man sich davon nicht runterziehen lassen. Wir hatten hier teilweise Abende, da haben wir also schon im fortgeschrittenen Spiel, jetzt nicht unbedingt hier am Anfang, aber wenn man so ein bisschen weitergeht, hatten wir Abende, wo wir auch stundenlang an einem Boss festhangen, weil wir ihn einfach nicht geschafft haben. Ja, die Bosse an sich, also das ist jetzt für die eher erfahrenen Spieler, die Spielwelt hier schon kennen und auch die Bosse dementsprechend schon gemacht haben. An den Bossen hat sich nichts geändert. Was ich aber sehr gut finde in der Remastered-Version ist, dass gewisse Gegner umgesetzt worden sind. Das heißt, ihr werdet überrascht, selbst wenn ihr jetzt schon 100 Mal auf der PlayStation 3 hier durch die ganzen Areale gelaufen seid, gewisse Gegner befinden sich teilweise an anderen Orten oder dort, wo keine Gegner waren, wurden welche hinzugefügt. Ja, und die sind auch richtig listig. Also die sind versteckt und teilweise greifen sie dann auch von hinten an. Also man wird so seine Überraschungen auf jeden Fall auch als erfahrener Dark Souls-Spieler hier in Teil 2 erleben. Im Moment kostet das Spiel, ich weiß jetzt nicht genau, das letzte Mal habe ich es für 20 Euro gesehen. Und selbst wenn 25 wären. Wenn man bedenkt, dass ich jetzt auf der PlayStation 4 auch schon knapp wieder 300 Stunden in dieses Spiel investiert habe, sind da auch 25 Euro gut investiertes Geld. Also man hat damit wirklich lange, lange, lange Spaß. Ich bin wieder oben, Thomas, und du könntest Zeichen legen, dann könnten wir direkt zum zweiten Boss latschen. Ja, bin unterwegs. Wo wir es gerade von Fehlern hatten. Gerade nicht aufgepasst. Und da hat es mich schon wieder erwischt. Mach nichts, ich warte hier oben einfach ein bisschen. Alles klar. Zu der Technik sei nochmal gesagt, es wurde leider nicht alles in Angriff genommen, was verbessert hätte werden können. Beispielsweise hat man bei Dark Souls immer vermehrt dieses Problem, wenn ein Gegner direkt an der Wand steht und ihr haut auf ihn, ja, dann kann es sein, dass ihr die Wand trifft und nicht den Gegner. Da ist die Kollisionsabfrage so ein klein wenig fragwürdig. Das wurde hier in der Remastered leider auch nicht verbessert, sondern das ist so geblieben. Das sorgt dann teilweise schon mal für Frustmomente, kommt aber relativ selten vor. Ja, was gibt es zu der Remastered-Version sonst noch zu sagen? Das Wichtigste, glaube ich, hatten wir schon. Was mit ein Kaufgrund sein
könnte auch für Spieler, die Dark Souls 2 jetzt so dementsprechend auf der PlayStation 3 schon durchhaben, aber die DLCs dann ignoriert haben. Beide DLCs, die für das Spiel herausgekommen sind, sind in der Remastered-Version enthalten. Das heißt, ihr kriegt für wenig Geld noch mehr Spiel als damals, als Dark Souls 2 auf der PlayStation 3 erschien. Das war für mich zum Beispiel auch ein ausschlaggebender Punkt, weswegen ich mir Dark Souls nochmal auf der PlayStation sofort bei VÖ geholt habe, weil ich hatte damals tatsächlich das Spiel durchgespielt gehabt und dann die DLCs ignoriert. Heute sage ich mir, gut, es ist ja eine Remastered rausgekommen und wir haben es nochmal durchgespielt. Alles gut. Ja, wenn ich mir aber so die DLCs angucke, die sind so genial geworden. Eigentlich ein Fehler, sich das nicht anzugucken, wenn man Dark Souls mag. Gerade, ich weiß jetzt nicht genau, wie das erste DLC hieß. Thomas, hilf mir auf die Sprünge. Oh, jetzt hast du mich gerade auf den kalten Fuß erwischt. Ich mich selbst nämlich auch. Das eine war Ivory King, dann Sunken King. Na, wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es, spielt das in einer eisigen Welt. Da schneit's ein bisschen. Auf jeden Fall grafisch super umgesetzt. Tolle Bosse wieder dabei, die auch wieder fordernd sind. Spieldauer bei beiden DLCs je nach Erfahrungsgrad zwischen 20 und 30 Stunden, wenn man auch wirklich alle Geheimnisse aufdecken möchte. Da gibt es dann auch wieder neue Zauber zu finden. Wenn man das dann alles sammelt, dementsprechend dann die Trophys sich auch nochmal erholt, die mit den DLCs dann Einzug gefunden haben, lockt 30 Stunden locker pro DLC. Aber für einen unerfahrenen Spieler würde ich sowieso sagen, je nachdem, wie viel Zeit ihr euch hier lasst, 100 Stunden durchspielen beim ersten Mal ohne DLCs kann man sich locker einplanen. Inklusive DLCs würde ich sogar noch weitergehen und sagen, seid ihr mal 150 Stunden mit großer Sicherheit beschäftigt. Ich muss mich jetzt hier aber auch ein klein wenig konzentrieren, der ist eigentlich nicht so schwer, aber ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht und vor allen Dingen der hier ist nicht so wie der erste Boss, sondern der hier, der teilt ordentlich aus. Also der Kampfer vom ersten Boss, den wir gerade vorhin gemacht haben, das war ja schon Autsch, okay. Hat mich nicht getroffen. Das war schon heftig, wenn man die Leiste gesehen hat, aber das ist nichts im Gegensatz zu ihm hier. Er macht nämlich so richtig Aua. Ist auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, einer meiner Hassbosse. Und der taucht nämlich im Spiel immer wieder mal auf und möchte dann immer wieder gekillt werden. Und ich muss mir grundsätzlich immer Hilfe holen, weil er es immer schafft, mich zu töten. Solche Hassbosse wird man auch immer wieder haben. Also ich glaube, jeder hat da so sein Gegner oder den Boss, den er am allerwenigsten mag. Da ist der Thomas tot. Das schafft er jetzt auch ohne mich. Ja, habe ich. Er ist tot. Hier gibt es auch einen kleinen Trick, wie man diesen Boss direkt innerhalb von ein paar Sekunden besiegen kann. Verraten wir jetzt natürlich nicht.
müsst ihr selbst drauf kommen oder sollt ihr selbst drauf kommen. Gut, dann laufe ich hier mal weiter und lass mich dann schon mal ins nächste Gebiet fliegen und dann komme ich gerne zurück und hole dich dann nochmal. Also wir machen das für den Bus einfach nochmal. Gerne. So. Wir haben uns hier natürlich ein klein wenig auf diesen Test vorbereitet, deswegen haben wir hier schon bisschen stärkere Waffen. Wir haben uns ein klein wenig aufgelevelt, auch wenn nicht viel. Also ich kann euch hier mal den Spielerstatus zeigen. Ich bin hier jetzt zum Beispiel Level 20. Okay, für neue Spieler, die dieses Bild jetzt sehen, das sieht alles wahnsinnig kompliziert aus und überladen und nach super, 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 super viel Information. Ah, das ist aber alles halb so wild. Hat man grundsätzlich einmal sich das durchgucken, das Spiel bietet da auch eine Hilfe an, das kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Ja, steht auch unten, wenn man Optionstaste drückt, dann wird die Hilfe eingeblendet, da kann man hier jeden einzelnen Punkt durchgehen. Und die Punkte werden dann auch dementsprechend auch erklärt. Also auch wenn ihr mal was vergessen habt, weil ihr braucht ja jetzt nicht wirklich jede Zeile am laufenden Band, dann kann man mal ganz schnell nachgucken, was das überhaupt zu bedeuten hat und was jetzt für euren Spielstil ausschlaggebend ist oder nicht. So, ich schalte mir hier jetzt mal das nächste Gebiet frei und dann komme ich nochmal zurück, um den Thomas zu helfen. Denn das ist nämlich auch bei diesem Spiel so, ihr könnt, also wenn ihr einen Boss zu zweit besiegt, ist es nicht so, dass der Sieg immer für beide gilt, sondern immer nur für denjenigen, der eingeladen hat. Ja? Für den Helfenden bleibt der Boss trotzdem erhalten, falls er ihn noch nicht hat. Also falls ihr das Spiel wirklich vorhabt, dann mal zu zweit durchzuspielen, solltet ihr euch schon genug Zeit einplanen, weil ihr wirklich jedes Gebiet und jeden Boss zweimal machen müsst, für jeden einmal. Mag jetzt für den einen oder anderen am Anfang nervig erscheinen, aber es hat seinen Sinn und ist auch gut. Ja. Aufpassen sollte man, dass man wirklich relativ wenig stirbt, was ihr am Anfang mit hoher Sicherheit so nicht hinbekommen werdet. Ja. Das ist aber halb so wild. Wichtig ist, dass ihr halt immer darauf achtet, Menschenbilder bei euch zu haben. Denn es ist so, dass ihr zwischen zwei Statusen hin und her wechselt. Ja? Einmal die menschliche Form und einmal die Hüllenform. Rufen könnt ihr Hilfe nur, wenn ihr in der menschlichen Form seid. Gerufen werden könnt ihr aber auch in eurer Hüllenform. Solltet ihr Hülle sein und ihr habt keine Menschenbilder mehr, gibt es aber einen ganz einfachen Trick. Lasst euch einfach rufen. Also bietet irgendjemanden eure Hilfe an. Ja, und besiegt mit demjenigen dann gemeinsam den Boss. Ist der Boss dann tot, bekommt ihr als Belohnung auch vollautomatisch eure Menschlichkeitsform zurück und könnt dann ebenfalls in eurer eigenen Welt dann Hilfe holen, um euren Boss dann dementsprechend zu töten. Thomas, ich bin wieder da, du kannst da dann... Nee, ich muss ja bei dir. Wir wollen es ja bei dir machen. Richtig. So. Ich würde vorschlagen, wir machen Zeichen einfach mit. Den Verfolger auf dem Dach. Verfolger auf dem Dach, gute Idee. Ja. Können wir mal machen. Das machen wir. Also der Boss, damit ihr versteht, wovon wir reden, der Boss, den wir jetzt gerade gemacht haben, der ist in zwei unterschiedlichen Ebenen machbar. Er ist einmal in seiner Arena machbar, wo wir jetzt gerade waren, und man kann ihn auch vorher schon auslösen. Ja, das muss man aber herausfinden. Wir machen jetzt mal die zweite Version davon, dann taucht er in seiner eigenen Arena nicht mehr auf, sondern ist dann auch dementsprechend tot. Ich muss jetzt mal gucken, wie viele Nimm 2 ich bei mir habe.
Weil gerade hier draußen ist Nim 2 wichtig. So, okay. Ich habe noch 24 Stück, das reicht. Da fällt mir gerade was auf, weil ich gerade Nim 2 sage. Das ist ein Insider. Ja, das benennen wir so die Lebenssteine. Die Lebenssteine, und zwar aus dem Grund, weil die Lebenssteine einfach so günstig sind, ja, dass ihr sie in Massen kaufen könnt und einwerfen könnt wie Bonbons. Und es ist auch die leichteste Form, sich dann mal eben hochzuheilen. Also deswegen Nim 2. Ja, nicht, dass da irgendjemand jetzt anfängt, nach Nim 2 zum Spiel zu suchen. Gut, ich übernehme den hier links. Dann müssen wir mal kurz hoch rein. So, da ist er nämlich auch schon. Der kommt hier dann angeflogen. Aua, aua, aua. Jetzt muss ich mich hier auch mal ein klein wenig konzentrieren. Keine Ausdauer mehr, deswegen muss ich mal weg. Aber dir geht's ja noch gut. So, da geht er down. Sehr schön. Hey, was geht die denn? Da liegt noch einer. Oder ist er schon tot? Ne, der ist schon tot. Okay, gut. Nun denn. Das ist auch ein guter Vergleich für alle, die nur das alte Spiel kennen. Denn da kam hier oben kein Verfolger. Und die Loots, die es hier zu holen gibt, welche man jetzt bei dir leider nicht sieht, waren hier auch nicht zu holen. So, ein kleiner Unterschied zum Vorgänger. Der Genau. PlayStation 3-Version. Und solche Unterschiede gibt es dann immer wieder. An mehreren Stellen im Spiel, die man dann auch natürlich selber suchen muss. Also, wie ich halt dann schon vorher sagte, selbst erfahrene Spieler werden hier einen Spaß haben, weil nicht immer alles am gleichen Ort ist. Also, da haben sich die Entwickler schon Mühe gegeben, dementsprechend dem Spieler auch was Neues zu bieten. Gut, ich würde sagen, wir lösen mal unsere Gruppe auf und wechseln mal kurz zu unseren hohen Charakteren, um einfach euch auch mal ein anderes Gebiet zu zeigen, mal auch von der grafischen Gestaltung her mal was anderes zu sehen. Achso, ich sollte erstmal in meine eigene Welt zurück. So. Mach's gut. Ciao, ciao. Ach so, ich bin noch auf die Nachrichten nicht eingegangen. Also für neue Spieler, die jetzt mit Dark Souls so nichts am Hut hatten. Ihr habt ja bestimmt gesehen, dass auf dem Boden überall so Gekritzel herumliegt. Das sind Nachrichten von anderen Spielern für euch. Ja, das könnt ihr selbst auch machen. Also ihr könnt selbst auch anderen Spielern Nachrichten hinterlassen. Falls ihr irgendwo ein Geheimnis gefunden habt, könnt ihr sie darauf hinweisen oder eben auf den Boss hinweisen, wie auch immer. Es ist schon so, wie bei allem, ne, was mit Menschen zu tun hat. Es gibt natürlich auch Hinweise, die sind völliger Blödsinn. Also manchmal werden da vor die Wand Hinweise hingelegt mit, hier findest du ein Geheimnis, und man schlägt dann gegen die Wand und es tut sich einfach nichts. Da kann man auch getrost weitergehen und braucht auch nicht weitersuchen. Das ist meistens dann gelogen, um die Leute dann einfach in die Irre zu führen. Grundsätzlich ist es aber so, dass ein Großteil dieser Nachrichten durchaus hilfreich sind,
Also falls ihr online spielt, solltet ihr dann dementsprechend die Nachrichten auch vielleicht ab und zu mal lesen. Kann euch schon das ein oder ein andere Geheimnis zeigen oder euch auch mal den Arsch retten. Ich gehe zum Schloss und warte dort auf dich. Ich bin unterwegs, bin Sehr unterwegs. schön. Was ebenfalls nicht geändert wurde, ja, das ist ja mittlerweile in Bloodborne, Dark Souls 3 und so weiter ein bisschen anders. Mittlerweile ist der Level Cap aufgehoben worden, sodass man sich immer helfen kann, egal wie groß oder klein man ist. Bei Dark Souls 2 geht das nach wie vor nicht, sondern ihr habt hier immer noch ein Level Cap von plus minus 10. Das ist jetzt für den Erfahrenen natürlich interessant, für neue Spieler, die das gerne zu zweit durchspielen wollen, ausschlaggebend, dass ihr euch gegenseitig nicht zu weit weglevelt. Geht der Level Cap nämlich über 10, also seid ihr mehr als 10 Level von eurem Mitspieler entfernt, könnt ihr euch gegenseitig nicht mehr rufen und seht auch die Rufsymbole nicht mehr. Also das ist dann wirklich ganz entscheidend, dass ihr dementsprechend im selben Levelbereich bleibt. Also ihr habt jetzt ja, glaube ich, draußen im Menü, wenn ihr jetzt ganz genau aufgepasst habt, wo ich den Charakter gewechselt habe, habt ihr es ja schon gesehen, 169 Stunden mit dem Charakter hier auf der Uhr. Ich habe auch schon einige Charaktere bei mir gelöscht. Wenn ich das alles zusammenzähle, dann komme ich halt dementsprechend auf knapp 300 Stunden. Und Spielplus ich hier bin, weiß ich gar nicht mehr. Ja, wobei das jetzt für neue Spieler jetzt wieder so ein bisschen Bahnhof war. Also es ist so, dass wenn ihr dieses Spiel durchgespielt habt, bekommt ihr die Möglichkeit ins Level Plus einzusteigen. Also das ganze Spiel nochmal mit von Anfang an mit eurem gesamten Fortschritt. Alle relevanten Items sind dann weg, die ihr zum Beispiel Schlüssel für gewisse Türen und so weiter, werden dann wieder zurückgesetzt, die müsst ihr nochmal neu holen. Habt aber den Vorteil, dass ihr teilweise neue Zauber erlernen könnt, euch dann weiter steigern könnt in bestimmten Rufbereichen bei einigen Fraktionen und so weiter und so weiter und so weiter. Also der Wiederspielwert ist schon sehr, sehr, sehr groß. Hast du dein Zeichen gelegt, Thomas? So, wo wollen wir es denn da hinlegen? Oh, direkt am Leuchtfeuer, würde ich sagen. Also direkt Leuchtfeuer raus und einfach dahin knallen. Alles klar. Schlägst du den Torbogen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns nach oben wieder, wo wir herkommen. Also Richtung Eingang. Okay. Ja, sehr gut. Ein Wort noch zum PvP. Ja, also es ist schon so, dass der PvP mehr Spaß macht als auf der PS3, weil das Spiel flüssiger läuft. Und das nächste Positive ist, dass es auch jetzt hier auf der PlayStation 4 und trotz unheimlich vieler neuer Spieler der PvP zu 90% immer noch so fair abläuft wie früher. Das bedeutet, es wird sich wieder begrüßt, bevor man anfängt. Wenn man auf mehrere Spieler im Spiel trifft, halten sich die anderen eigentlich raus und nur der Welteigentümer kämpft mit einem und so weiter und so fort. Also das macht auch schon unheimlich viel Spaß. Wer also dann hier auch ein bisschen Wert legt, mal gegen andere Spieler zu messen, wird hier dann auch seine Freude haben. Kann man mal wirklich lange machen. Ich habe das auch, glaube ich, mal eine ganze Nacht gemacht und hatte da auch wirklich unheimlich Spaß. Hast du Zeichen gelegt, Thomas, oder? Ja, habe ich. Okay, weil ich sehe hier nämlich nichts. Und da macht sich nämlich auch schon die nächste Schwäche des Spieles bemerkbar.
Also nur so zum Verständnis, wir sind am Königstor, richtig? Nein. Ja, Nein. doch, 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 entschuldige, doch, 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 Königstor. Okay. Und du hast da jetzt nicht irgendwie weitere Bosse schon gelegt mit deinem Charakter. Nee, eigentlich nicht. Gut, dann müsste es ja eigentlich klappen. Also mein Zeichen liegt raus, wenn man rausgeht, direkt an den Türbogen. Okay. Nö, sehe ich nicht. So, das hatte man ja bei der PlayStation 3 schon das Problem, dass man teilweise Zeichen nicht sah oder die nicht erschienen sind oder halt unheimlich lang warten musste, bis sie dann erschienen. Ich würde sagen, wenn es hier jetzt gerade nicht funktioniert, dann switchen wir einfach die Örtlichkeit, weil wir nicht wissen, wie lang es im Endeffekt jetzt dauern würde, bis wir uns dann gegenseitig finden. Und ich würde sagen, Eisenschloss lohnt sich nicht, da habe ich den Boss schon gelegt. Wo können wir denn hin? Lass uns mal Heiligtum der Drachen. Heiligtum der Drachen. Habe ich das Erstes überhaupt offen mit Leuchtfeuer. dem? Bitte? Habe ich das überhaupt offen? Das weiß ich leider nicht. Das ist Nee. Addon. Sieht gerade nicht so danach Sieht aus. gerade nicht so danach aus. Gut, dann mache ich hier mal kurz alleine weiter. Also wir befinden uns jetzt hier in einem Addon. Da habe ich jetzt gerade, befinde mich da relativ am Anfang, habe hier gerade das Addon geöffnet und bin reingegangen, eigentlich nur ein Leuchtfeuer weiter. Und ihr seht hier schon die Dinos. Die sind eigentlich ziemlich cool gemacht. Also man hat sich hier im Addon auch wirklich Mühe gegeben, um was Neues mit reinzubringen. Das Problem ist, die sind echt super fies. Also selbst mit meinem hohen Level hier, die machen hier so einen unheimlichen Schaden. Ich muss mir jetzt auch mal hier mal ein bisschen konzentrieren, sonst bin ich gleich tot. So, und da wäre es auch fast passiert, dass ich tot umgefallen wäre. Aber ich glaube, es ist mal ganz interessant, dann auch das Spiel mal auf einen höheren Grad zu sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier wirklich dann Level, was habe ich hier jetzt? Ich glaube Level 300, 299, dass man hier wirklich mal auf wahnsinnig hochlevelt und dann hier einfach durchläuft und die Gegner wegschnetzelt, sondern die Herausforderung, die ihr auch am Anfang gespielt schon habt, die bleibt hier nichtsdestotrotz bestehen. Hinter uns ist schon der nächste Gegner, deswegen sehe ich mal zu, dass ich hier mal die Weite suche. Autsch. Und das war's. Einmal tot. So. Dann versuche ich mal, ich nehme mal ein anderes Leuchtfeuer, gehe mal zum Anfang, also wirklich zum ganz am Anfang des Addons, zum ersten Leuchtfeuer. Und dann gehen wir dann noch ein paar Schritte, ja, damit man da vielleicht die Grafik auch sieht. Ich meine, hier ist das ja schon ganz cool, aber hier sieht man ja wirklich noch nicht so viel, weil ich hier auch in so eine Höhle stecke. Und ich muss da auch dazu sagen, dass ich den Endboss dieses Addons hier mega genial finde. Also ich würde sogar sagen, es ist der beste Boss im Spiel. Aber wer das noch nicht, wer jetzt das Hauptspiel schon durch hat, das hier aber eben sich noch nicht angeguckt hat, sollte sich das ganz, ganz, ganz dringend anschauen. Das ist wirklich so genial gemacht. Macht auch wieder dann auch unheimlich Spaß. Und vor allen Dingen, der lässt sich nicht mal aufs erste Mal legen. Also da werden wir schon ein bisschen dran hängen. Thomas, wie ging es dir beim ersten DLC-Boss? Ja, es hat schon ein paar Versuche gebraucht, bis ich den dann wirklich studiert hatte und es dann wesentlich einfacher von der Hand ging, ihn fertig zu machen.
ist jetzt nicht so, dass man da reinrennt und es geht alles gleich beim ersten Mal. So, hier haben wir den Beginn des Addons. Ist ein bisschen mit, auch mit Rätseln gespickt, hier diese Säulen, die man hier anhauen kann. Ich hau da mal drauf, zack, dann geht hier dann auch wieder so eine Plattform nach unten. Also da muss man sich seinen Weg dann dementsprechend suchen. Und ihr merkt schon, ich lasse mich jetzt von diesen zwei Gegnern hier mit voller Absicht hauen. Also nicht nur diese Dinos da hinten machen hier einen unheimlichen Schaden, sondern schon die Gegner hier sind schon eine ganz, ganz, ganz andere Hausnummer. Und sind mit Vorsicht zu genießen. Also selbst erfahrene Spieler werden hier teilweise dann schon mal drauf gehen. Wenn ihr das hier noch nicht gespielt habt. Ich habe damals auch, ich habe dann das Hauptspiel durchgespielt, als ich mir das Spiel für die PlayStation 4 gekauft habe. Bin dann ins Addon gegangen und habe mir gedacht, ach komm, easy going. Ja. Pustekuchen. Ich musste dann gleich eines Besseren belehrt werden, indem ich hier dann 10, 20 Mal starb, bevor ich hier dann weiterkam. So. Mittlerweile haben wir aber, glaube ich, wirklich alles, was wichtig ist zu diesem Spiel, ausgeführt. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Remastered-Version ist wirklich super gut gelungen. Natürlich hat sie auch ihre Schwächen, die sie auf der PlayStation 3 vielleicht auch schon hatte, was jetzt rein technisch nicht sofort behoben werden kann oder einfach so schnell mal eben umprogrammiert ist. Das ist natürlich hier leider drin geblieben. Aber ansonsten ist das ein Spiel, das sich wirklich lohnt, sowohl für Neueinsteiger als auch für Spieler, die da vielleicht mal Lust haben, das auf der PlayStation 4 nochmal zu spielen. Es ist mittlerweile wirklich günstig. Ihr bekommt für wenig Geld einen Haufen Spiel geboten, das heute eigentlich nur noch ganz wenige Spiele bieten. Also falls ihr da noch Bedenken habt, zumindest als Neuling, euch das Spiel zu holen, legt sie beiseite, holt euch das Spiel. Und falls ihr dann wirklich mal an dem Punkt ankommt, wo ihr sagt, ich brauche Hilfe, weil ich alleine nicht weiterkomme. Wir haben auch im offiziellen PlayStation Forum eine relativ große Community. Viele von ihnen spielen auch Dark Souls und wir sind auch immer gerne bereit zu helfen. Wir haben dafür extra einen Beitrag eingerichtet, wo ihr Hilfegesuche für gewisse Bosse stellen könnt. Den Link dazu findet ihr direkt in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das heute erstmal hier von mir. Wir sehen uns in den nächsten Wochen dann, oder hören uns besser gesagt, dann in den nächsten Wochen dann wieder mit Bloodborne ist dann an der Reihe. Ansonsten wünsche ich euch, falls ihr euch jetzt dieses Spiel holt, viel Spaß mit Dark Souls und eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.